Mit dem Projekt Bürgerwohnanlage bietet die Wohnungsgesellschaft WGS allen Schwerinern die Möglichkeit, das Geld zu durchaus guten Bedingungen anzulegen. Bürger können in die Modernisierung eines Fünfgeschossers mit 50 Wohnungen in der Neubrandenburger Straße investieren. In nur 13 Monaten bekommen die Anleger ihr Geld wieder zurück, mit einem Zins von 4%. Eine solche Zinshöhe bietet momentan keine Bank in Deutschland. Die WGS meint, das Vorhaben sei absolut sicher. Es ist eine Baustelle und da über diese Phase muss ich erstmal rüberkommen. Das machen klassische Finanzierer wie zum Beispiel Hypothekenbanken überhaupt nicht. Und deshalb ist das für eine Zwischenfinanzierungsphase ein sehr, sehr sinnvoller und auch durchaus marktgerechter Zins. Die Höhe der Kreditbeträge beginnt mit 500 Euro und endet mit 10.000 Euro. Am 28. Februar 2018 erhalten die Anleger ihr Geld inklusive der Verzinsung zurück. Mehr Infos im Internet gibt es unter www.investieren-in-schwerin.de.